Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, wie man halbwegs sehen kann. Nämlich Sims 2 gestrandet. Wie man schon halbwegs sehen kann, ist das kein Spiel, was so neu ist. Die Namen der Crewmitglieder kann ich euch gerade nicht zeigen, aber werden wir noch alle herausfinden. Wollen wir auf jeden Fall erstmal starten. Oh, wir werden doch anfangen mit irgendjemandem. Ich habe einfach auch danach gespielt, wer wie dran sein soll. Da sind wir. Lager, wie war? Die Sims haben Schiffbruch erlitten. Finde und der eine, die verlorene junge Crew, hilft den Sims nach Hause zurückzukehren. Was soll ich machen? Das ist Geldheins großes Überlebenshandbuch. Das Buch wird deinem Sim helfen zu überleben. Möchtest du es lesen, das Tutorial spielen? Nein. Egal. Sollst du mit dem Nunchuck? Ja. Da bin weg. Da bin weg. Und steuern, okay. Ja, mit der Wii-Fernbedienung. Man sieht, ich spiele auf der Wii. Ob das eine gute Entscheidung war oder eine schlechte, das sehen wir ja noch. Die Benutzeroberfläche erscheint immer, wenn du mit der Wii-Verbindung auf dem Bildschirm zeigst, aber das Spiel ist einfacher, wenn die Benutzeroberfläche ausgeblendet ist. Okay. Heranzoomen, rauszoomen, rausgezoomt, herangezoomt, rausgezoomt, rangezoomt, rausgezoomt. Angesucht. Schön. Ja. Wo kann ich die Kamera links und rechts bewegen? Wo kann ich das schaffen, wenn ich nur nach links drücke, rechts drücke? Dass sie im Kreis laufen kann. Für einige Objekte gibt es mehr als nur eine Aktion. Nehme den Nacktschlag nach oben und unten, um eine Weite zu treffen. So, ich finde eine Kokosnuss. Problem Tipp 2. Jetzt wird Material gesammelt. Geh auf einen Gegenstand zu und drücke Z. Wenn mehr als
Bloß eine Aktion verfügbar ist, kannst du das Nachschlag nach oben unten. Ich glaube, ich wollte was ins Inventar legen. Menü. Inventar. Ja, es geht mir auch auf die Nerven. Und hier sehen wir alles. Die Kleidung. Was wir haben. Und hier sehen wir schon den ersten Namen. Kim. Das ist die liebe Kim. Noch gesagt, er hat eben. Schön. Also, wir sammeln jetzt mal Treibholz. Überlebenstipp 3: Essen. Das ist dein Hungerbedürfnis. Du kannst es durch Essen befriedigen. Wenn die Leiste leer ist, verhungert der Zim. Dann sollte dein Zim schleunig etwas zu essen finden. Wenn du den Hunger überprüfen möchtest, zeig mit der Wefe auf den Bildschirm. Okay. Nämlich da. Das heißt, wir sammeln mehr Treibholz. Oder essen ein paar Kokosnüsse. Ja, schlafen. Das ist genug. Drücke B, um aufzuhören, damit du Aktionen abbrechen kannst. Okay. Ich wollte sie auch schlafen lassen. Überlebenstipp Nummer 5. Feuer. Oh ja. Ein wärmendes Feuer hilft bei dem Kochen und macht dein Heim gemütlich. Zeig auf den Sprechleiter, drück A, um eine Plante zu rufen. Ja. Lene. Und herstellen. Ich nutze mir lieber das hier. Da haben wir es. Und Feuerstelle wird gebaut. Essen kochen kannst du auch mal was Schönes. Überleben ist gesichert. Überprüfe deine Laune zu Anzeige, um zu sehen, wie es deinem Sim geht. Je bessere Laune er hat, desto erfolgreicher wird er sein. Ja, diese Anzeige wird mich noch des Öfteren ärgern. Au. Es wird gekocht. Wir packen eine Zutat hier rein, nämlich unsere eine Kokosnuss. Die kochen wir jetzt. Na toll, der Harndrang.
Werkzeug, Essen. Wir haben ja noch eine Rolle Klopapier. Darf ich jetzt hier rein? Ja, ich darf hier rein. Du-du. Da-da. Du-du-du. Dschungel erkunden, fertig. Hindernisse wie diese kosten viel Zeit und Energie. Und deiner Kleidung könnten sie auch ganz schön schaden. Neue Pläne. Inselkleidung. Mit einer Werper kannst du dir neue Kleidung herstellen und sie die alten Fetzen, die du da trägst, entsorgen. Bananen pflücken tun wir erstmal. Warum willst du gerade Bananenpalme? Achso, du. Das ist das. Ja, nimm irgendwas Fremdes in den Mund. Spargelbohnen. Okay. Wenigstens war es nichts Merkwürdiges. Wir brauchen ein paar Blätter. Das ist ein Affe. Ja, wir nehmen mal kurz die Banane weg, bevor sie dann auch wieder rumliegt. Und noch ein paar Bananenernten. Blätterpflanzen ernten, auch mal wichtig vielleicht. Ich will mehr Pflanzen. Du hast eine Fertigkeit verbessert. Du machst den Meister. Deine Fähigkeiten kannst du in den persönlichen Daten ansehen. Okay. Ich will aber noch ein paar Kletterpflanzen ernten. Und das ist das Wichtigste von allen. Denn hier haben wir die allseits bekannte Sternfrucht. Affe ignoriere ich. Ja, Bottich, Bottich, Bottich. Glaube, hier geht's lang.
Obwohl, nee, hier geht's doch nicht lang. Neues Buch. Schiffbrüchig von Lord Erschnösel. Es beinhaltet noch mehr Ziele für dein Sim. Und wir wollen uns das mal anschauen. Ja. Okay, ein Pier. Ja, ein Pier. Neusi, es gibt mehr als nur eine Insel. Dorthin zu gelangen ist das neue Ziel deines Sim. Plan, Floß. Du solltest jetzt nicht bauen. Erstmal schauen. Braun Palmwedel und Bambus. Okay. Menü. Brauch einen Plan. Einen Plan. Oh. Wie es aussieht, brauche ich erstmal eine Matratze. Ich hoffe, du hältst es aus. Wenn nicht, tut mir leid, aber du musst jetzt mal im Regen schlafen. Ich hab aber leider nichts anderes. Ich. Okay, Madame. Dann schauen wir nochmal weiter durch die Gegend. Willst du bitte das aufheben? Danke. Schiffbruchlagune. Vielleicht finden wir hier was Tolles. Wenn nicht, muss ich einmal pausieren, bis der Regen abgeklungen ist. Werkbank bauen. Danke drauflegen. Und. Mecker, mecker nicht so rum. Wir gehen nochmal zum Pierstrand. Bauen dir ein schönes Dach. Und wenn du es nicht bauen willst, Pech gehabt. Du wirst es bauen, solange bis du es machst. Ist nur, ich glaube, ich brauche was anderes dafür noch. Menü. Pläne. Mein Lieblingsmodus bitte einmal kurz. Und. Also bitte, meine Liebe, diese kleine Sache kannst du noch bauen. Ich sagte bauen. Ich sagte bauen. Dann bitte. Schlafe dann hier.
Geh nicht auf den Strand zu. Funktioniert. Zum Glück. Kannst von mir aus Hunger kriegen, wie du willst. Erstmal baust du jetzt das hier auf. Barackenunterkunft. Ja, ein Komfort. Mir ist dein Komfort halbwegs gerade egal. Das ist das Problem. Wenn man das Dach gebaut hat, kriegt man schon die nächsten Bedürfnisse. Ein paar Palmwedel holen. Mal sehen, wie viele brauchen wir überhaupt? Das Floß. Fürs Floß brauchen wir... Noch, also 50 davon, noch 5 von denen. Okay. Das ist ja leicht zu holen. Oh, jetzt rede ich schon wieder. Gras ernten will ich nicht. Kannst auch noch was schnell essen. Du sollst das Essen nicht ernten, na egal. Jetzt fehlt nur noch der... Die Palmwedel, nein, das Bambus. Und dann sind wir hier fertig. Fürs Erste. Und dafür gehen wir in den tiefen Dschungel. Also Bambus, 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 Bambus. Bambus. Du brauchst nur 50 davon.
Mir es gibt hier keinen Bambus mehr. Doch, hier gibt noch Bambus genügend. Das heißt, wir sind bald fertig. Jetzt nur noch. Ich dachte gerade schon, da schreit irgendjemand. Na, es war nur ein Vogel. Einmal herstellen. Wir haben es geschafft. Was ist los? Jetzt können wir noch ein bisschen Kirschen pflücken. Ich sagte Kirschen pflücken. Wir können noch ein bisschen die letzte Zeit nutzen. Der erste Part wird auch etwas länger werden. Kann man aber bei mir leider nie richtig feststellen. Werde nur noch ein paar Pflanzen identifizieren, ein paar Kleinigkeiten sammeln gehen. Und das hättest du nicht essen sollen, meine Liebe. Der Vogel war so schön gerade. Ist nur was, meine Liebe, denn du bist wieder müde. Nur zum Boden schlafen. Legt sie sich dorthin, wo der Affe gerade steht. Lass sie ein bisschen ausschlafen. Oh, ihr Hunger wird größer. Eigentlich sind die eigentlich gerade zwei Problemsachen. Essen und Schlafen immer. Das kann man leicht ändern. Komfort. Ach, wird nervig werden, aber müssen ja nur gut gelaunt sein. Hättest du nicht essen sollen, meine Liebe. Wir sehen. Wir gehen erstmal nochmal zur Schiffbruchlagune. Denn das einzig Wichtige, was noch heute passiert im Part, das werde ich nur einmal kurz zeigen. Denn es gibt doch ein paar Sachen zu machen. In einer Werkbank. Nämlich ein Nähzeug. Große Muscheln, Bambus. Bambus. Für das Nähzeug brauchen wir Ranken und das können wir nicht machen. Also große Muschelschalen und Bambus soll ich sammeln. Also, falls ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr auch schon gehen.
Kleidung mache ich keine. Noch nicht. Und immer wieder Treibholz sammeln. Also für die, die jetzt schon gehen, euch noch einen schönen Tag und ciao. Und kommt dann auch beim nächsten Part vorbei. Und für die, die hier noch da sind, erfreut euch an den Sammeleien. Für mich ist das eins der besten Sims-Spiele. Aber auch wie jedes Sim-Spiel etwas unnatürlich. Kannst die Schneebären auch sammeln und brauchst sie nicht gleich wegwerfen. Mandeln, ja, sammeln wir ein paar Mandeln bitte. Sind wieder zurück zum Strand, wo wir aufgewacht sind. Der erste Strand. Heißt, wenn wir mit dem losgefahren sind, kommen wir zum zweiten Strand. Und zur Frage, was wir hier suchen. Noch etwas, noch ein Grund zum Übergeben. Nicht wirklich, sondern. Buschelschein. Und hier auch. Ich sehe mal zuerst vorspulen mit aufsammeln. Und wir haben hier eine Flaschenpost drinne mit. Glückwunsch, du hast einen Teil einer Schatzkarte gefunden. Du musst was essen.
2 Steine. Also mal schauen wir ins Menü. Inventar. Wie viele Muschelschalen haben wir denn nun? Andere Objekte. Rohstoffe. Eine fehlt uns noch. Okay. Bin ich sehr verdreist, nicht mal auf- und ablaufen. In der Hoffnung, dass noch einer auftaucht. Aber mehr Sinn macht es einmal Menü. Karte. Und zur Schiffbruchinsel zu kommen. Warum hierher? Weil hier haben wir auch eine Muschelschale entdeckt. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um uns einen Speer zu machen und eine Axt. Und mit diesen letzten Herstellungen verabschiede ich mich von euch im ersten Part zu Sims 2 gestrandet. Und im nächsten Part werden wir mit dem Floß weiterfahren. Hoffentlich finden wir unsere Crew wieder. Ich kann nicht reden, Mist. Los, Angriff, Kim, Angriff! Greife die Fische an! Da, hast einen Fisch! Los, Angriff, Angriff, greif die Fische an! Mist, Fische sind weg. Los, Angriff, Kim! Kim, Angriff! Greif die Fische an! Warten, warten und... Und... Fische? Da! Angriff! Angriff! Eine noch. Einen brauchst du noch. Ja, du hast es im Blut und Wasser. Also, jetzt wirklich auf Wiedersehen. Euch noch einen schönen Tag. Und ciao.